Ja, moin. ja, ist nicht so geil. Wie sieht's hier hinten aus? Ihr habt alles, ne? Das Markthaupthaus. Geht wohl nicht mehr so weit? Ja, okay. Gut, sprich, nee, nicht Lagerhaus, Marktplatz. Müssten wir also hier hinten mal wieder einen neuen machen. Damit die hier hinten dann nicht wieder das große Jammern kriegen. Das wäre nicht so geil. So. Da machen wir jetzt hier wieder. Zack. Neue Bauernhäuser. Wir müssen hier irgendwie die 200 Mann wieder zusammenkriegen, die uns fehlen. So, was fehlt euch? Euch fehlt nur Fisch. Das ist noch drin. Wie sieht es denn mit dem Wirtshaus aus? Das ist die Feuerwache. Das Wirtshaus. Ach, ja, okay, Alter. Muss ich hier noch ein Wirtshaus hinsetzen? Spannerei. Na gut. Ihr wolltet ja so. So. Gut. Das heißt, ja. Jetzt fehlt es eben wirklich am Schnappes. Jetzt muss ich überhaupt mal hier unten gucken, wie sieht es bei euch aus? Ihr seid zufrieden. Ja. So kann man es sagen. Schnaps ist voll, genau. Das ist gut. Wir haben nur noch genug Bauern. Ich meine, gut, dass sie nicht ganz zufrieden sind, das war mir klar. Weil eben wegen, ich glaube, wegen dem Zeitungsartikel, ne? Oder? Weswegen seid ihr unzufrieden? Ja, der Zeitungsartikel. Ja, entschuldigt. Es ändert sich bald wieder. So, gut. Da haben wir das. Wie machen wir jetzt? Wie verfahren wir? Ich habe jetzt überlegt, vielleicht. Schoner steht bereit. Das könnten wir ja eigentlich mal machen, oder? Wir haben ja hier genug Schnappes über. Gut, Kartoffeln haben wir jetzt momentan keine übrig. Wir machen jetzt mal 30. 30 vom Schnaps nehmen wir jetzt mal mit hier rüber. Einfach weil wir was können. Dann haben die erstmal einen kleinen Puffer. Ich glaube, die 30, das verarbeiten die schneller, wie wir gucken können, weil wir haben, oh Gott, immer noch 186 weniger. Was ist denn los? Euch fehlt's an nix. Die Frage ist nur, wie baue ich denn jetzt hier weiter? Verdammt. Sieht alles ein bisschen krumm und schief aus bei mir gerade hier. Habe ich gesagt. Ja gut, dann bauen wir hier mal noch ein paar Bauern. Irgendwo müssen doch die fehlenden Bauern her. 156, alter Falter. Seid ihr denn? Ganz ehrlich, ich frage mich, wo die ganzen Bauern fehlen. Vor allem, warum sie fehlen. Ach ja, natürlich, die hier. Ja, der ist doch nicht wahr. Okay, so, Moment. So, wie ist denn das jetzt hier? Fehlt euch an irgendwas? Nö. Das Markthaupthaus müsste in der Nähe sein, ja, hier. Die Feuerwache, die kommt hier noch hin, so geradewegs. Gut, das heißt, wir machen hier auch mal den. Ach so. Ja, das ist eine schlechte Idee gewesen, da passt noch nicht mehr ran. So, 124 Bauern fehlen immer noch. Es ist merkwürdig.
ein bisschen verschönern und deine Landschaft. So. 97 fehlen jetzt noch. Na, mal gucken. Mal schauen, wie lange, bis wir jetzt mal alles haben. 97. Hier haben wir, hier haben wir, hier haben wir. Können wir jetzt hier oben? Ach, guck an, hier oben ist eine Aufgabe für mich. Hab ich ganz. Das hier sollte ich wohl besser eine Stadt was? Verdammte Köter hat terrorisiert die ganze Gegend. Früher oder später, okay. Vorsicht vor den Hunden, was? Finden und holen sie die streunenden Hunde. Ach du Scheiße. Wie ich es. Ja, genau. Was streuende Hunde? Finde jetzt hier mal streuende Hunde. Hier laufen Ochsen rum. Hunde, wo sollen denn hier? Streuende Hunde. Ah, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe gerade nicht einen einzigen, wenn hier einer wäre. Vor allem wo? Angeblich hier. Aber hier läuft alles rum, aber kein Hund. Ja gut, finden Sie streunende Hunde. Ihr seid witzig, ich sehe keine. Miau. Das ist kein streunender Hund. Ja gut. Also entweder bin ich blind oder ich bin blind. Streuende Hunde, wie sollen die denn aussehen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, aber ich sehe gerade keine. Es sind manchmal solche Aufgaben, wo ich mir dann denke, wer hat die sich bitte was? Warum gibt es da ein Problem? Ach so, weil er nicht laden kann. Ach, weil es Lara leer ist, alles klar. Warte, dann machen wir hier mal Folgendes. Dann machen wir die Route mal. Entfernen wir die mal. Weil das hat ja dann keinen Sinn. Ja, die muss jetzt erstmal aufhören, die Route. Weil wenn wir jetzt nämlich selber die Kartoffeln brauchen, dann lassen wir das erstmal. Es fiel mir nämlich gerade gar nicht ein, dass ich da das Schiff ja hätte. Die Schildkröte. Ah, das ist doch die, ne? Ja, warte mal, lass mal die mal gerade. Wo ist die denn jetzt gerade? Soll die herkommen und das ist gut. Die schläft. Ach so, der hat jetzt Schnaps, genau. Hä, Schnaps? Ah, der ist schon hier. Sehr schön. So, zack. So. Erstmal 30 wieder abgegeben, die haben ja auch gut. Ja, toll, die streunenden Hunde, ich habe sie immer noch nicht gefunden. Ich glaube, das ist so eine Aufgabe, wo ich wahrscheinlich nicht schaffen werde. Ganz ehrlich, was? Finden und holen sie die streunenden Hunde. Ja, das ist ja toll, ich würde ja mal gerne wissen, wo. Das Aufgabenbuch wollte ich jetzt eigentlich nicht öffnen. Aber wo sollen denn hier verdammt nochmal streunende Hunde sein? Ich sehe keine. Lalalala.
Also die Aufgabe ist knifflig. Aber ich sehe hier auch keine gerade. Ich glaube da... ich glaube, das wird wohl nichts werden. Die meisten Aufgaben habe ich bis jetzt gekriegt, aber bei der hier? Ich glaube... Weil wenn es hier sein soll, dann müsste man ja irgendwo eine... Dann müsste sich mein Mauszeiger erinnern, wenn ich auf der Stelle bin, wo die sind. Aber irgendwie... Müsste doch streunende Hunde, müsstest du doch erkennen. Glaube ich. Das ist ein Huhn. Das sind Ochsen. Wie sollen denn hier bitte... Wie sehen hier bitte streunende Hunde aus? Das sind... Okay, das sind sie auf keinen Fall. Ja. Hm. Ich glaube... Ich habe meine Familie bei mir. Was ja, ja. Ja, das will ich ja auch nicht. Ich wollte jetzt nicht... Hier sind eigentlich alles bloß Bauernhäuser. Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Ich glaube, das kriege ich gerade nicht hin. Da müssen wir wohl warten. So, was? 12 Bauern fehlen immer noch? Alter, was ist denn nur verkehrt mit euch? Wo baue ich denn jetzt mal noch 12 Bauernhäuser? Hier oben, wa? So, jetzt ist die Frage, die Feuerwache, wie weit kommt die? Okay, die kommt hier oben nicht mal mehr mit hin. Also von daher müssten wir hier oben ja noch eine Feuerwache hinsetzen. Hier so. Zur Sicherheit. Weil jetzt müssten wir dann wieder genug haben. Hoffe ich. Jetzt haben die hier unten auch wieder was zu tun, ne? Genau. Gut. Frage. Wir haben jetzt... Genau, hier, die Route. Warte, wie kann ich denn die Route löschen? Handelsroute, zack. Löschen. Annehmen. Okay. So. Weil der braucht die Route jetzt gerade nicht mehr nutzen, hat keinen Sinn. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt selber die Kartoffeln gerade wieder mal dringendst brauchen. Aber wie ihr seht, jetzt geht es wieder schnell hochwärts. Das ist gut. Nimmt stark zu, das ist gut. Das nimmt auch zu, das ist sehr gut. Das hält sich die Waage. Gut. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier unten mal angreifen. Und zwar, wir brauchen ja, um das, den Hopfen herzustellen, brauchen wir ja Bauern. Ach, da brauchst du bloß Bauern für keine. Okay. So, jetzt wäre ja meine Frage, wie viel ist jetzt hier da? Es ist, Schnaps ist eine Menge da. Ist eigentlich von allem genug da. Wir könnten eigentlich jetzt hier mal das hier machen. Stocken hier mal auf, dann passt hier noch ein bisschen was drin. Hoffe ich. dann würde ich nämlich glatt sagen, nach hier oben würde ich nochmal lassen für Schnappes, falls gebraucht. Jetzt ist nur die Frage, wie sehen die Hopfen aus? Ach du Scheiße. 96 Felder. Okay. Das ist ein Problem. Moment. Hier ist der Scheiß. Ja, das Lager ist voll. Ja. Schon klar. Ist doof. Warte mal. Setzen das mal hier, ja. Irgendwie. Das ist jetzt wieder eine
Leistung, die ich erstmal herausfinden muss. 96. Wie baue ich so an? Ah ja. Okay. Da passt jetzt aber nichts mehr daneben, ne? Oder wenn ich jetzt sagen würde, die hier, ne? Schade, nee, so passt die nicht nochmal hin, verdammt. So würde sie passen. Oder wir machen sie so. So. Machen die so, das sollte erstmal ausreichen. Hoffe ich. So, jetzt können die erstmal Hopfen produzieren. Genau. Den Hopfen lagern wir ein und fahren dann per Schiff immer schön fleißig. Und dann mache ich jetzt gleich meine Route. Brauchen wir aber bloß so einen kleinen Klabautermann. Und zwar, du wirst jetzt nehmen. Von hier holst du Hopfen. Und tust ihn hier entladen. Genau. Annehmen. So. Weil da kann der jetzt erstmal fahren. Der wird zwar am Anfang noch nicht bringen können, weil so schnell tun die nicht den Hopfen hier herstellen. Aber dann haben die erstmal das. So, den Hopfen. Malz können wir oben produzieren. Da brauchen wir aber mehr Weizen. So, zur Not können wir von hier dann noch weitere Güter bringen. Das wäre nicht das Problem. Wenn die jetzt aufsteigen, dann brauchen die ja schon wieder... nee, das machen wir noch nicht. Wir machen jetzt hier mal noch ein paar Bauernhäuser. So. Damit das erstmal gesichert ist. Und zur Not bauen wir hier eben nochmal zwei Hopfenfarmen. Weil ich nicht weiß, wie viel Hopfen der jetzt abwirft. Also wie gut die Produktivität ist. Das weiß ich halt nicht. Genau. Hopfen, dann kriegen die jetzt hier drüben den Hopfen hoch. Gut. Genau, dann kriegen die da drüben den Hopfen. Die Melzerei, die habe ich jetzt aus, weil wir nicht genug Weizen haben. Sind außer Kontrolle. Wo denn nur schon wieder? Dass die immer sich abfackeln wollen hier. Ach, hier hinten. Aber ihr müsstet der Feuerwehr doch hinkommen. Na kommt, Leute. Seht mal zu. Ja, weil das da hinten eben wieder schlecht erreichbar ist. Na mal gucken. Zur Not müssen wir dann hier nochmal... hier nochmal eine Feuerwache hinsetzen. Wenn es nicht anders ist. Da hinten passt eh nichts anders mehr hin. Da kann man auch da noch eine Feuerwache setzen. Obwohl die ja reichen sollte. Aber man sieht ja wieder mal, dass es nicht reicht. So, wir haben jetzt 126 Stahl sogar schon. Wie viel Polizeiwache? Aufstandswahrscheinlichkeit hoch. Alles klar. Ja gut. Nee, was wollte ich denn jetzt? Hier, Lager. Stahl. Fast voll. Ja, ich würde sagen, wir machen das voll und danach ja, lassen wir das erstmal. Kartoffeln gehen jetzt auch langsam hoch. Der Schnaps ist voll. Gut. Das heißt, das funktioniert schon mal. Ja, jetzt ist die Frage, was wollen die denn haben? Zurzeit tun die nicht aufsteigen, weil... Ach, wie jetzt? Gebäude wurden zum Raub der Flammen.
Ja, echt? Habt das wieder mal nicht geschafft, ihr Knalltüten-Tatsache. Es ist doch nicht wahr.